Willkommen bei Zuglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserer neuen Folge. Wir machen diesen Podcast für euch und wollen euch spannende Persönlichkeiten aus und rund um die Südtiroler Landwirtschaft vorstellen. Wenn ihr Feedback habt zu unseren Folgen, dann meldet euch gerne. Wie das geht, erklären wir euch in der Folgenbeschreibung. Jetzt aber schon genug, ihr seid sicher alle gespannt, wer uns diesmal als Gast erwartet. Mein Gast ist der Thomas Zanon, heute bei unserem Podcast. Thomas, du bist einer, der jetzt in den nächsten Tagen ganz viel auf der AGRialp und bei der Bozner Messe präsent sein wird. Deswegen haben wir dich auch da eingeladen. Thomas, stell dich mal kurz vor, woher kommst du, wie ist denn dein Werdegang gewesen und was machst du jetzt alleweil? Ja, ich bin der Thomas Zanon, bin 28 Jahre alt, bin Bauer von Lukashof in Barbien. Ja, ganz kurz zu meinem Werdegang, jetzt vor allem was Landwirtschaft anbelangt. Ich bin eigentlich auf den Hof von meinem Onkel groß geworden. Wir sind da die Wochenenden allem draußen gewesen und da dann bei den Schulferien, bei der Oma und beim Onkel und von klein auf, sage ich mal, mit der Landwirtschaft, mit der Berglandwirtschaft in Kontakt gewesen und die Leidenschaft eigentlich fürs Viech habe ich von der Oma gekriegt. Und bei mir ist dann eigentlich relativ bald klar gewesen, dass ich gerne den Hof weitermachen würde. Und dann hat mir der Onkel eben das Vertrauen zum Glück geschenkt, dass ich das weitermachen darf. Und eben seit 21 bin ich jetzt der Bauer auf dem Lukashof, was ich jetzt in dem Erwerb betreibe. Und hauptberuflich bin ich auch in der Landwirtschaft tätig, bin ich auf der Universität, ich bin Dozent für Tierzucht und Forscher im Bereich Nutztierwissenschaften. Und zum Werdegang sehen vielleicht auch ein bisschen, ich mich früher schon versucht, allem fortzubilden, weiterzubilden. Vor allem was Landwirtschaft anbelangt, habe ich einen Bachelor in Agrarwissenschaften auf der Uni Bozen gemacht. Bin dann nach Wien an die BOKU, habe seine Nutztierwissenschaften gemacht, um mich wirklich auch in seinem Bereich zu spezialisieren. Und danach bin ich in Gießen gewesen, neben Frankfurt ist es in Deutschland, wo ich dann eben das Forschungsdoktorat gemacht habe, sozusagen die Promotion. Bin dann noch zurück nach Südtirol, habe da noch die Staatsprüfung für Agronomen gemacht und eben seit 2019 bin ich eben hauptberuflich in Vollzeit auf der Universität tätig. Ja, du hast ja schon gesagt, du bist jetzt an der Uni. Offenbar gibt es jetzt Verurteil, dass die, was drin in der Uni sein, drin in der Uni sitzen und mit denen, was draußen im Land passiert, nicht viel zu tun haben. Jetzt du mit deiner Lebensgeschichte, klingt jetzt eher danach, als war es halt bei dir nicht so. Was hast denn du so das Gefühl, wie geht denn die Uni auf die Bedürfnisse von den Leuten in unserem Land in? Und wie entscheidet denn die Uni, mit welchen Themen sie sich beschäftigt? Also grundsätzlich ist es so, dass die Uni Bozen ja im Vergleich zu anderen Universitäten in Italien oder in Deutschland da sehr, sehr klein ist. Und das ist ein Nachteil, sage ich mal, was Finanzierung und so weiter anbelangt, aber eigentlich ein gigantischer Vorteil, wenn es jetzt darum heißt, wirklich auch mit externen Stakeholdern zusammenzuarbeiten. Und ich kann jetzt eigentlich live im Nutztierbereich reden, weil ich sage, Obst- und Weinbau bin ich jetzt nicht dabei. Eben mit meinem Chef, der Matthias Gauli, und ich finde, es ist ein sehr großes Anliegen, dass wir eben eine praxisorientierte Forschung machen, was rein wissenschaftlich ein riesiges Handicap ist, weil ich sage, bei der Finanzierung von Forschungsprojekten, wo es eben die internationalen Fonds gibt, wird eigentlich in der Regel allemlei Grundlagenforschung finanziert und angewandte Forschung eher nicht. Aber wir haben eben das Glück gehabt in der Vergangenheit, eben mit dem Aktionsplan Berglandwirtschaft, wo die Provinz ganz stark dahinter gewesen ist, auch mit der Finanzierung, dass wir eben können die praxisorientierte Forschung machen und die für uns, für Südtirol zum Teil auch, sage ich mal, überlebensnotwendig ist, dass wir wirklich eben die Grundlagen machen, die man dann bestmöglich in der Praxis implementieren kann. Und wie gesagt, in der Vergangenheit war das der Aktionsplan. Wir hoffen, dass in Zukunft dahingehend das auch weitergeht, dass wir wirklich den Ansatz praxisorientiert weiter forcieren können. Und wie gesagt, ich kann jetzt allem von Matthias und von mir reden. Finde ich es grundsätzlich ein großes Anliegen. Wir haben eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, auch mit dem Bauernbund in der Vergangenheit, mit den ganzen Verbänden, mit den Genossenschaften. Und wir sind auch ganz stark in Austausch mit den Bauern. Wie gesagt, ich selber bin auch ein Bauer und habe eben das Glück, sozusagen beide Seiten ganz gut zu kennen. Und durch die Gespräche, durch die Vorträge, was wir eigentlich machen, auch außerhalb von der Universität, schaffen wir es dann wirklich auch, sage ich mal, die Problemchen relativ gut wahrzunehmen und versuchen dann daraus entsprechend auch unsere Forschungsprojekte auszulegen. Wie funktioniert denn das noch? Kommt der Bauernbund zu Enk und sagt, löst es Uni, wir hatten da das Thema, könnt ihr jetzt da etwas tun oder wie geht denn das? Genau, heil ist auch ein Ansatz, dass oft mal wirklich eben in der Vergangenheit das so gewesen ist, dass eben von der Bauernbundseite das Unliegen kommen ist, zu sagen, schaut, wir hatten da jetzt in demnächst
eine Situation oder ein Projekt, was wir gerne lanciert wurden. Ich mache ein Beispiel von Inno Geflügel, wo wir sozusagen als Mitwirkende am Projekt dann innergeholt geworden sind, die Potenzialanalyse zum Beispiel zu machen. Oder dann auf der Seite für die Verbände, wo es immer mal darum gegangen ist, auch vielfach einmal die Wirtschaftlichkeit darzustellen, wo wir im Rahmen des Aktionsplans Berglandwirtschaft, sag ich mal, die ganze Diskussion rund um Wirtschaftlichkeit in einem Berggebiet, Vollkostenrechnungen, Rindfleischproduktion, einmal wirklich auch, so ich mal, da gemäß, ein bisschen Pionierarbeit auch leicht, weil wir ja vor 2015 keine Zahlen konkrete gehabt haben, wo man wirklich dann auch argumentieren kann, auch auf politischer Ebene. Und eben, das ist eine Sache. Die zweite Sache ist auch, dass wir eben durch den, dass wir auch, sag ich mal, auf wissenschaftlichen Tagungen unterwegs sind und da in Austausch sind mit anderen Instituten europaweit, dass wir eben sehen, welche Herausforderungen können in Zukunft auch für uns eine Rolle spielen in der Berglandwirtschaft. Ich mache jetzt das Beispiel Klimawandel, Methanemissionen, Nachhaltigkeit, das ist eine aktuelle gigantische Diskussion. Und anhand von den Inputs natürlicherweise machen wir dann auch proaktiv Projekte, sofern wir sie finanziert kriegen, weil ich sage mal, allem das Zünglein an der Waage. Man kann viel dienen, aber man muss dann auch die Finanzierung haben, dass man das noch durchführen kann. Und wenn wir sie kriegen, dann entsprechend machen wir auch das Projekt. Es sind ja oft einmal auch emotionale Themen. Du hast jetzt gerade geredet von Klimawandel und Methanemissionen. Wenn die Bauern hören, da denken sie so oft, was kommt mir jetzt da zu Weg? Das ist ja auch, glaube ich, ein guter Punkt, wo es die Uni braucht für die Landwirtschaft. Absolut, und man muss wirklich dazu sagen, und da muss ich mich auch furchtbar ärgern in den Diskussionen, wenn wirklich dann rein auf emotionaler Basis entschieden wird, zu sagen, ganz plakativ, die Berglandwirtschaft ist der Klimasünder schlechthin und die Bauern sagen, alle die, was sie sagen, verstehen ich aber gar nicht. Und dass man eine Diskussion, das ist beim Wolf, sage ich mal, das ist ein nächstes emotionales Thema, dass man da wirklich das auf einen sachlichen Kontext bringt, braucht es einfach eben konkrete Zahlen, konkrete Fakten, die was eben wissenschaftlich auch untermauert sein. Und dann kann man argumentieren. Und wie gesagt, das ist aktuell so die große Herausforderung, auch wirklich zu sagen, welche Bedeutung die Berglandwirtschaft hat und dass die Berglandwirtschaft, jetzt, wenn man jetzt von Methanemissionen redet oder Auswirkungen auf generell Treibhausgasemissionen, dass wir nicht das Problem sein, sondern eigentlich die Lösung. Und sage ich mal, da andere Sektoren wesentlich einen größeren Effekt haben, aber aktuell einfach der Druck massiv auf der Landwirtschaft ist. Obwohl das ja irgendwie auch im Widerspruch steht, weil ich sage, am Ende des Tages macht die Landwirtschaft im Vergleich zur Industrie, im Vergleich zu Transportwesen einen Bruchteil aus. Und gleichzeitig sind wir verantwortlich für die Lebensmittelproduktion. Das heißt, wir denen jetzt eigentlich selber im Fuß hineinschießen, wenn wir sagen, wir müssen jetzt keine Ahnung, die Landwirtschaft reduzieren oder sogar noch mehr extensivieren, weil am Ende des Tages muss uns bewusst sein, wir brauchen Lebensmittel, die Leute brauchen etwas zu essen. Und dann müssen wir schauen, wie können wir die bestehenden Systeme vielleicht so verändern, dass er im Hinblick auf Nachhaltigkeit ein bisschen besser werden, beziehungsweise auch zu sagen, das ist nicht das primäre Problem. Es sind andere Sektoren, wo vielleicht die Stellschraube ein bisschen größer ist. Kommen wir zurück zu dir. Ich habe ein bisschen deinen Lebenslauf umgeschaut. Du bist jetzt an der Uni, du hast aber auch sonst Erfahrungen bei anderen Einrichtungen, zum Beispiel habe ich gesehen, hast du mal mit der Leinburg zu tun gehabt, du hast mal mit dem Bring zu tun gehabt. Es gibt diverse Einrichtungen in Südtirol, wo es auch eben auch auf wissenschaftlicher Ebene mit der Landwirtschaft beschäftigen. Wir kennen die A4, wir sind in die Einrichtungen vernetzt. Das versteht man von außen oft einmal nicht so. Also grundsätzlich ist der Austausch und die Zusammenarbeit sehr, sehr gut. Ich kann allem live unserer Seite da reden. Also wir sind froh, dass wir, sag ich mal, die gute Zusammenarbeit eben sei es mit Bauernbund, sei es mit den Zuchtviehverbänden, Leinburg und so weiter bringen, haben. Und ich finde, das ist eigentlich für uns da zentral. Wie gesagt, wir sind in Südtirol, wir sind ein kleines Land. Wir, unser Anliegen ist so grundsätzlich allem die Berglandwirtschaft zu halten, zu schauen, was wir da zukunftsfähig gestalten können. Und da ist die Zusammenarbeit unumgänglich. Und wie gesagt, wir haben ja verschiedenste Projekte auch gehabt, sage ich mal. Ein konkretes Beispiel, Aktionsplan Berglandwirtschaft, Versuchsstall in Dietenheim, wo wir mit der Leinburg zusammen und mit der Domäne den Versuch sozusagen leiten und wo wir eben im tierischen Aspekt umgehen, der Matthias und die Leinburg dann mit Giovanni eher den futterbautechnischen, futterqualitätstechnischen Aspekt und die Domäne, die sind eben die Struktur dahingehend und das Personal zur Verfügung stellt und da selber beim Bauernbund, nicht wir organisieren zusammen Tagungen, nächstes Jahr die Almtagung beispielsweise und da die verschiedensten Projekte und da seien für die Zuchtverbände, wie gesagt, auch wir regelmäßigen Austausch auch versuchen, da eben auch zusammenzuarbeiten und eben langfristig eben mit dem Ziel, allem die Berglandwirtschaft dahingehend, sage ich mal, weiterzubringen oder eben zu unterstützen. Kommen wir zurück zur Agrialp. Die Sell findet ja an dem Wochenende statt, wo die Folge online geht. Und schon gesagt, du bist ziemlich viel präsent unten. Unter anderem bist du
Finalist beim Innovationspreis Impuls von der Bauernjugend. Das kann ich jetzt sagen, weil in dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen und dann in dem Zeitpunkt, wo das online geht, ist da lang schon entschieden, wer da gewinnt. Wer gewinnt, wird man noch am Samstag da fragen. Deswegen hat das jetzt keine Auswirkungen, ist jetzt keine Werbung für die. Welchen von den ersten drei Plätzen du noch landest, werden wir noch eben am 25. November sehen. Kannst du das Projekt kurz beschreiben, um was es da geht bei dir? Und was hat das mit deiner Arbeit auf dem Hof und mit der Uni zu tun vielleicht? Genau, also wenn es noch darum gegangen ist, dass ich den Hof übernommen habe von Ankel, ist es von mir ein großes Anliegen gewesen, eben zu schauen, was kann ich jetzt effektiv mit dem Hof machen, dass ich einerseits den Hof und die Arbeit unter einen Hut kriege, durch den, dass ich eben Vollzeit auswärts arbeite, brauche ich eine gewisse Flexibilität auf dem Hof. Und der zweite große Punkt war eben zu schauen, wo haben wir ein Problem aktuell und wie kann ich mit meinem Hof aktiv da etwas machen oder, sage ich mal, einen Lösungsvorschlag umsagen, wie man das Problem lösen kann. Und ich sage mal, Flexibilität, Rindermast, wir haben erst eine Melchkeh gehabt und wenn man Vollzeit arbeitet, ist eben Milchviehhaltung, wenn man es gut machen will, fast unmöglich, weil ich sage, wenn ich auswärts arbeite, dann tut die Kuh kälbern oder ich muss sie belegen, da bin ich nicht zusammen, dann kann ich das nicht so gut machen. Und mit der Rindermast bin ich flexibel und dem das Problem, was wir, sage ich mal, in der Rindermast, aber das ist nicht als Südtirol, es ist grundsätzlich in der Milchviehhaltung, dass wir eben das Stierkalb haben, was aktuell, sage ich mal, zum Abfall von Produkt verkommen ist, vor allem in die Rassen, die was eben Richtung Milchleistung gezüchtet geworden sind. Und da habe ich immer gedacht, eben das Stierkalb kann man ja wiederum nutzen, für die Rindfleischproduktion und in Südtirol haben wir eben noch Potenzial nach oben. Wir sind noch weit weg von einem Selbstversorgungsgrad. Und dann war eben die Idee dahinter zu sagen, Problemlösung Stierkalb, Flexibilität, die klarstrukturierte Berglandwirtschaft kann durch den weitergehen und gleichzeitig noch ein Produkt, was wir eigentlich in Südtirol nicht haben. Und aus den Gedanken aus, habe ich mir dann, wenn ich in Wien war, an der BOKU, habe ich mir dann das Konzept für den Balbener Hornox ein bisschen ausgekopft. Und sobald ich dann zurückgekommen bin, habe ich das eben versucht, dann auf meinen Betrieb zu implementieren. Und haben sie seit mehreren Jahren, als ich das verfolge, mache Direktvermarktung. Und seit zwei Jahren habe ich auch das Glück, mit einem Restaurant zusammenzuarbeiten, also mit dem Gasthaus, mit Rösselwirt in Barbian, wo ich auch eigentlich gewählt habe, sagen einmal, dass eine Zusammenarbeit möglich ist. Es braucht beide Seiten, es braucht einen Bauer, der, was, sage ich mal, herwärts geht, weil es ist für beide Seiten ein Mehraufwand. Es ist nicht so, dass ich so Gito produzieren und danach soll der Gastwirt kommen und mir ein gutes Geld geben und danach ist die Geschichte am Ende. Sondern ich muss sehr, sehr viel auch an Input leisten, sage ich mal, immer, sage ich mal, das Gefühl geben, die Bereitschaft sorgen, dass zum Beispiel auch die Gäste dann bei mir auf den Hof kommen können, Tag drauf der Stalltür zum Beispiel. Und auf der anderen Seite brauche ich dann einen Gastwirt, der, was, sage ich mal, einen guten Koch hat, der was wirklich von Kopf bis Schwanz etwas umfangen kann mit dem Rind und logischerweise das auch wiederum ein Mehraufwand für ihn ist. Aber am Ende des Tages, und ich sehe vor allem das in Südtirol da als Chance, wir haben einen starken Tourismus. Wenn die Bereitschaft da war, hatten beide eigentlich etwas davon. Sei es der Touristiker, was mit einem lokalen Produkt werden kann, wie es im Fall von Rösselwirt ist. Er sagt, ey, wir sind 300 Meter voneinander weg. Die Leute, die was erst dabei messen, danach können sie bei mir beim Stall vorbeischauen, kurz rein sehen, wie es Viech ist. Und umgekehrt, ich, was ich, sage ich mal, ein bisschen Wertschöpfung auch daraus generieren kann. Und dadurch eben beide so eine Win-Win-Situation in dem Fall haben. Und das ist ja anders, aber der, was bei dir vorbeispaziert, und dem kannst du sagen, wenn du das Fleisch essen willst, musst du einen Rösslöcher trinken. Absolut. Du hast ja an der Uni mit dem Thema Fleischvermarktung beschäftigt. Wir haben erst kurz etwas für den Landwirt drin gehabt. Um was ist es in Sem gegangen? Genau, das ist ein Unterprojekt von Aktionsplan Berglandwirtschaft gewesen, wo wir Milch und Rindfleisch beleuchten gewählt haben. Und das ist das Berg-Beef-Projekt gewesen, das wir 2015 gestartet haben, wo es eben grundsätzlich mal darum gegangen ist, zu schauen, wie schaut eigentlich der Status quo in Südtirol aus. Wir sind eine historische Milchviehregion und die Rindermast hat bei uns keine Tradition und dementsprechend eben das Bestreben mal zu schauen, wie sind die Betriebsstrukturen, die was aktuell vorhanden sind, wie schaut es eben die Haltung aus, wie schaut die Produktqualität aus, weil ja am Ende des Tages entscheidend ist, dass ich einen Markt auch bedienen kann und dann entsprechend einen Preis generieren kann, den ich brauche für Südtirol. Und ganz, ganz wichtig, die Wirtschaftlichkeit. Also die Wirtschaftlichkeit am Ende des Tages ist kriegsentscheidend. Ich kann noch so schön reden und noch so bärig, das ist innovativ und nachhaltig und so weiter. Die harten Zahlen am Ende des Tages, der Bauer muss für dein Leben kennen. Und eben, wir haben eine Analyse oder eine Untersuchung, war eben die Wirtschaftlichkeit, wo wir effektiv gesehen haben, dass wir aktuell eben mit den Preisen, was wir aktuell realisieren, nicht in Stand sein, sage ich mal, die variablen Kosten zu decken, weil grundsätzlich ist das so, Vollkostendeckung bei uns in Südtirol mit den klar strukturierten Betrieben ist sehr, sehr schwierig in der Viehwirtschaft.
weil am Ende des Tages, wir können zwar einen gewissen Preis am Markt realisieren, aber ich sage jetzt da auch ganz bewusst, die Genossenschaften und so weiter seien Dächter trotz alledem dem Marktgesetz ausgeliefert. Also am Ende ist Angebot Nachfrage, das ist ein Weltmarkt mittlerweile, und da können wir in Südtirol nicht meinen, dass wir jetzt da den Weltmarkt verändern können und da gigantische Marktpreise ausschöpfen können. Wir können zwar her vermarkten, weil wir vielleicht die Alleinstellungsmerkmale haben, Südtirol, Berglandwirtschaft, Tradition, aber da ist dann ein gewisses Limit erreicht. Und dann ist es eben zu schauen, wie schaffe ich es vielleicht in der Produktion, Einsparungen zu tätigen, weil die Garagenkostenpositionen, wissen wir, Gebäude, Maschinen, Fixkosten. Und ich kann mir dann auch nicht erwarten, dass ich jetzt, nimm mal mein Beispiel her, mit 6 Ochsen eine Vollkostenrechnung der Zoll, halt, geht einfach nicht. Und da muss eben das Ziel dann sein, dass ich mindestens die variablen Kosten, Leck, Nafta, Wasser, Strom, was ich selber zahle, und die Fixkosten, sage ich mal, mit einem Zu- oder Nebenerwerb querfinanzieren kann, was in vielen Fällen leider notwendig ist, weil das ist einfach Fakt, wir brauchen eine gewisse Größe, das ist bei einem Handwerksbetrieb das gleiche wie bei einem Obstbaubetrieb oder bei einem Hotelier, dass ich den sogenannten Skaleneffekt reinkriege und die Fixkostendegression erreiche. Kommen wir noch zu einem Thema, wir haben schon über Wirtschaftlichkeit geredet jetzt. Wir zwei werden uns auch noch sehen auf der AgriHelp, und zwar bei der Diskussionsrunde, wo es um die Zukunft der Milchwirtschaft geht. Ich glaube, das Thema ist ja ungefähr das gleiche. Es geht um Kostendeckung, es geht um hohe Produktionskosten. Jetzt Rindermast, so wie du gesagt hast, wird da wahrscheinlich auch eine Alternative für ein paar Betriebe sein. Jetzt werden jetzt nicht tausende Südtiroler Milchlieferanten auf einmal Rindermast machen. Für ihre wird die Milchwirtschaft die einzige Möglichkeit sein. Und deswegen, die sind jetzt halt bald härter. Wie siehst du das? Was, hat die Milchwirtschaft da eine Zukunft oder schaut es da ganz düster aus? Also grundsätzlich muss man sagen, bei uns hat die Viehwirtschaft ganz klar eine Zukunft, weil uns muss auch uns bewusst sein, wenn man jetzt die Flächen, die Agrarflächen in Südtirol umschaut, der größte Teil für unsere Agrarflächen ist Grünland, denkt man allein auf die ganzen Almen. Und wir haben ja eigentlich das Glück, das genialste Lebewesen auf unserer Erde bei uns halten zu dürfen. Und das sind Wiederkäuer. Heißt eine Kuh, heißt ein Gas, heißt ein Schaf. Die muss wirklich in Stand sein, mit einem Gross etwas umzufangen und in dem Fall Lebensmittel für uns zu produzieren. Also es gibt nichts Nachhaltigeres, wie wenn ich eine Kuh mit Gross fütter, auf gut Deutsch gesagt, und daraus Lebensmittel gewinne, weil ich sehe keine Nahrungskonkurrenz an zu den Menschen. Und das ist in Zukunft sicherlich ein Thema, weil die Weltbevölkerung steigt. Dann müssen wir eben schauen, wie können wir die Nahrungskonkurrenz mit der Nutztierhaltung reduzieren. Deswegen im Berggebiet, ich kann auf der Alpbaum nicht Obst- und Weinbau machen oder einen Acker umsetzen. Auf 2000 Meter oben haben funktioniert leider Wiederkäuer. Deswegen hat sicher Milch und Fleisch mit Wiederkäuer bin's absolut der Zukunft. Was aktuell sicherlich der Fall ist, und das haben wir in den letzten Jahren gesehen, der Druck ist sehr, sehr hoch. Wir haben Kostenexplosionen, eben vor allem was Energie anbelangt, vor allem auch was Leck anbelangt. Mit dem Ukraine-Krieg haben wir gesehen, dass da wirklich externe Events wirklich den Markt stark beeinflussen. Und da ist jetzt eben das Ziel zu schauen, wie können wir da auch strategisch vielleicht positionieren in Zukunft. Da sind die Genossenschaften gefragt bei der Vermarktung, zu sagen, welche Alleinstellungsmerkmale forcieren wir, um wirklich zu sagen, was zeichnet die Südtiroler Milch aus. Und wir, die Genossenschaften, muss man sagen, in der Vergangenheit haben das ja schon super gemacht, durch den, dass wir einen sehr hohen Veredelungsgrad haben. Frischmilch wird ja fast nicht vermarktet, wir haben ja fast gleich Joghurt, Käse und sonst Veredelungsprodukte, wo man schon von dem her eine höhere Wertschöpfung generieren kann. Aber es wird sicherlich in Zukunft auch weiter Bedarf sein, dass man innovativ ist, dass man eben wirklich schaut, was kann ich machen, dass ich am Markt möglichst hohe Preise realisiere. Aber gleich wie davor gesagt habe, der Markt gibt in Gelling, sage ich mal, an der Grenze. Man, gell, es kann oft da, sage ich mal, es geht oft noch nicht mehr. Und dann muss man schauen, wie kann ich die Produktion optimieren. Im Berggebiet wissen wir beide, dass es schwierig ist, weil einen gewissen Maschinenpark brauche ich, die Erntespitzen sind eng. Wenn 3 Tage schön Wetter ist, dann brauche ich niedere Mulli zu arbeiten und dann kann ich noch nicht Maschinen, Tauschmaschinen ringmäßig da entgegenwirken oder nur in gewissen Fällen. Und dann ist eben aus meiner Sicht ein Ansatz zu schauen, vielleicht übersektorial die Zusammenarbeit stärker zu machen. Sprich, wir haben ja ganz starken Tourismus. Der Tourismus, der, was eigentlich auch von der Berglandwirtschaft profitiert, durch den, dass wir ja über Jahrhunderte die Kulturlandschaft gepflegt haben. Und sollen wir dahingehend eben vielleicht schon in Zukunft das Ziel sein sollte, dass eben das
auch in gewisser Weise honoriert. Weil wir haben ja das Konzept für den grünen Euro schon einmal angesprochen gehabt, vor einigen Jahren hat das der Matthias gebracht und ist ja politisch aufgegriffen geworden. Wie man das jetzt auch heißt und so weiter, ob das ein Ortstag ist oder etwas anderes, das ist noch dahingestellt. Aber in der Richtung wird sicherlich in Zukunft noch die Notwendigkeit sein, dass man da eben schaut, wie kann ich irgendwie übersektoriale Finanzierung organisieren in Form von einer Subvention und so weiter, dass da die Wertschöpfung oder sage ich mal der Preis optimiert wird, dass am Ende des Tages die Milchwirtschaft auch noch eine Zukunft hat. Gut, Thomas, wir waren schon am Ende von unserem Gespräch. Es war sehr interessant und ich lade alle hin, die was das noch rechtzeitig hören, auf die Agrialp zu kommen. Es wird es wahrscheinlich in Thomas sein, irgendwann mal sehen, weil er ist, glaube ich, allmunden mehr oder weniger. Wir sehen uns auf der Agrialp, Thomas, und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Morgen erscheint wieder eine neue Ausgabe des Südtiroler Landwirt. Unser Landesobmann Leo Tiefenthaler erklärt in der Titelgeschichte diesmal, warum es wichtig ist, dass die Ortsbauernräte und alle anderen Gremien des Bauernbundes gut besetzt sind. In den kommenden Wochen geht es ja darum, diese Gremien neu zu wählen. Auch mit dabei ist unser heutiger Podcast-Gast, Thomas Zanon. Wir waren zudem bei einer neuen Sprüherwaschanlage in Kurtatsch zu Gast. Und wir werden nachlesen können, was die letzte Innovationsreise des Südtiroler Bauernbundes gebracht hat. Ich freue mich schon auf euer Feedback und ich freue mich auch, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.